Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürheim. Ja, es gibt ein neues Video. Inspiration, ja, mal gucken, was ich da alles habe. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen, was jetzt kommt. Viel Spaß beim Anschauen und es würde mich freuen, wenn ihr den Abo-Knopf drückt, die Glocke drückt, damit ihr immer wisst, wann ein neues Video kommt oder ein neuer Kommentar. Denn ab und zu poste ich Fotos und kommentiere irgendwas, jetzt auch auf unserem YouTube-Kanal, also in der Community. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen. Ja, da kann man dann auch Fragen stellen oder Kommentare setzen. Ja, also könnt mal reinschnuppern. Und viel Spaß bei dem Video. Ja, das ist das Ergebnis gewesen im letzten Video beim Bau unserer Schweiz. Und jetzt wollen wir eben hier weitermachen. Ja, und dazu hole ich jetzt das Modul nach runter und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt gedreht, eben sind wir auf dieser Seite und jetzt kommt ja aus dieser Seite, soll ja der Zoll kommen. Das heißt, wir müssen hier jetzt irgendwo, also ich muss zuerst mal hier einen geraden Cut machen, weil man ja schon hier rüberfahren kann in den Zollbereich und dann eben hier auch. Und da muss ich jetzt erstmal hier gerade einen Cut machen, damit ich dann sehe, wo dann die Platzfolie hinkommt, weil die kommt ja hier auf die komplette Fläche und dann wird eben dann eingezeichnet, wo die einzelnen Fahrspuren sind und ja, dann muss ich natürlich noch ein Teil rausrechnen wegen dem Grenzübergangsgebäude, sprich dem überdachten Bereich und ja, dieses Gebäude kommt ja auch noch hier irgendwo auf die Seite hin. Das muss man auch noch einberechnen. Auf jeden Fall habe ich so gerechnet, dass man quasi mit dem LKW hier rumkommt schon und dann hier quasi so die LKW-Spur hat und hier dann die PKW-Spur. Ja, das quasi, weil der LKW ja meistens hier ein höheres Kontrollgebäude hat. Ja, das muss ich jetzt auch mal planen und anzeichnen und gucken. Und wenn ich dann soweit bin, dann melde ich mich wieder. Es wurde ja mal gefragt in einem der Gruppen, wie man am besten Straßenfolie wegbekommt. Ja, man sieht es ja, sie klebt gut, aber mit einer Spachtel ganz langsam versuchen zu fahren, ja, dann kriegt man sie weg. Oder Spachtel und Föhn, ein bisschen erwärmen, dann kriegt man sie auch weg, aber sie geht eigentlich ganz gut weg. Auch wenn man sie fisch gewalzt hat, wie ich das meistens mache. Wie gesagt, man hat halt nur die Klebefläche noch da. Aber, ja, die stört ja großartig nicht. Die kann man überstreichen und was anderes machen, aber, ja. Also wir haben jetzt die gerade Cut-Seite gezogen. Und jetzt können wir anfangen mit Planen. Bis später. Also, so sieht es momentan aus. Ihr seht, es ist etwas kompliziert. Weil man muss ja natürlich genau die LKW- und PKW-Bereiche messen. Wie fahren sie, wo ist der Ein- und Ausfahrt, wie ist der Radius mit dem Ausschwenken, wann kommt der LKW wo an oder wann steht er gerade oder ja. Also so sieht es momentan aus, aber ich habe mich jetzt entschlossen, die Folie drauf zu kleben und dann in Ruhe nochmal zu planen. Weil, wenn die Folie ist, in etwa die Außenseiten habe ich jetzt, wie weit die Folie muss.
Das werde ich noch dann machen und dann kann ich ja in etwa die Folie zuschneiden und aufkleben. Die erste Folie habe ich jetzt aufgeklebt. Ihr seht schon, ich habe schon mal die weißen Striche vollzogen hier in die Richtung. Jetzt muss ich nur gucken, hier der mittlere Strich, der kommt ja hier. Und hier habe ich jetzt schon mal eingezeichnet, wo ungefähr der Grenzübergangsposten kommt. Und ja, mit dem Fahrzeug muss ich jetzt eben ausmessen, wie weit hier dann die Linie vollzogen wird. Ob da irgendwo hier dann eine gestrichelte anfängt oder so, dass der LKW, nehmen wir den LKW, der LKW kommt quasi hier so rein und ist dann bis hierher quasi gerade fast, ja, kann man sagen. Und der kommt hier an diese Position auf jeden Fall und hat dann hier irgendwo sein eigenes Grenzübergang-Häuschen. Das muss ich nur überlegen, wie ich das mache. Und die PKWs, die kommen eben hier rein und kommen dann hier am Gebäude vorbei. Und da gibt es eben einen Mittelsteg. Und ja, das bin ich jetzt eben am Planen und Ausrechnen. Und was man hier drüben sagen kann, also hier ungefähr so kommt das Gebäude hin. Und zwar, das ist ein Grund. Einmal können die LKWs hier vorne rumfahren, die nichts zu kontrollieren haben oder verzollt schon sind. Und die anderen können zur Not hier hinten umgeleitet werden und fahren dann eben hier hinten rum und kommen dann eben hier am Gebäude zum Stehen und werden dann hier kontrolliert und können dann über diesen Weg hier wieder einfahren. Ja, so ist das momentan angedacht. Und aber ja, jetzt plane ich eben weiter, muss dann noch Löcher bohren für die Kabel und dann kann ich letztendlich hier sehen, wo was geschoben wird und wie was gemacht wird. So. So steht das erste Gebäude. Ja, und wenn die jetzt von der Schweiz kommen, dann guckt hier schon der deutsche Zöllner, muss er anhalten oder nicht. Und die haben hier Schrittgeschwindigkeit. Und dann können sie hier vorbeihuschen, wenn er nicht kommt. Ansonsten kommt er hier dann raus und sagt, oh, stopp. Beziehungsweise da wird auch noch einer hinstehen, kommen dann. Ja. Und auf der anderen Seite ist so, die Schweizer kommen hier rein. Ja, kommt mal hier rum, dass ihr es seht. So, und da steht der Schweizer Zöllner und macht dann entweder, winkt und dann können sie weiterfahren oder sagt stopp. Dann geht er ans Fenster und kann reden.
Und jetzt muss ich hier mal noch ausmessen, wie weit das passt. Und dann kommt hier die Linie hin. Ja, inzwischen sieht es so aus. Wir haben jetzt hier die Haltestelle für die PKWs, die Stoppstelle. Und hier eben für die LKWs. Und da ist so ein Treppenaufgang, wo man dann sozusagen auf Höhe, ja, wo sind wir? Da sind wir. Auf Höhe mit dem LKW-Fahrer direkt, ja, sprechen kann. Muss nur gucken, ob ich da vielleicht noch ein Dächle hinmache, so ein Regelverdeck. Muss mal schauen. Weiß ich noch nicht. Ja, und wenn man jetzt das Gebäude mal aufstellt, so, dann haben wir hier jetzt die Rückfahrt und eben hier diesen Bereich des LKWs, ja. Und ja, so sieht das jetzt momentan aus. Ja, gefällt mir. Jetzt muss ich noch hier drüben die Stoppstelle machen für die PKWs, für den Fall des Falles, ja. Und dann melde ich mich nochmal. Jetzt verlängern wir hier die Straße natürlich oder halt die Folie. Jetzt habe ich schon mal abgemessen. Jetzt muss ich nur mal entlang schnibbeln. So. Ja, falsche. Den hier. Ja, der passt von der Breite. Jetzt müssen wir hier nur die Länge gucken. Weil ich möchte ja hier quasi wieder zurückfahren zum normalen Straßenmaß. Das heißt, wir haben jetzt hier die Grenze rum und dann kommt es wieder zusammen zu einer normalen zweispurigen Fahrbahn. Damit das nachher drüben im nächsten Modulteil der Schweiz, wo quasi dann der Stadtbereich hinkommt, dort quasi die Straße natürlich dann weitergeführt werden kann. Jetzt positioniere ich euch mal um, dann seht ihr das besser. Ja, ihr seht ja da die Schweizer Symbolik. Ne? Jetzt passen wir das hier mal an. Mal gucken, welches besser passt, welche Seite. Ja, wir nehmen die da. So. Wo ist meine schöne Walze? Nein, ich habe sie noch nicht geölt. Und jetzt muss ich mal fiktiv überlegen, wo ich denn da ankomme. So ungefähr. Und hier so ungefähr. Wir müssen mal die Straße holen. So, da ist eben die Straße so breit, wie sie dann hier weiter wird. Das heißt, wir gehen auf dieses Maß jetzt ein.
Und überlegen aber zuerst, ob die Straße vielleicht ein bisschen weiter runter geht. Oder weiter hoch, dass sie mittig kommt. Also wir gehen so in dem Sektor rein. Machen wir hier mal einen Strich hin. Und hier mal einen Strich hin. So. Das heißt, das wird der Sektor werden, wo die Straße letztendlich ankommt. Jetzt müssen wir überlegen, wenn wir hier fahren, dann kommen wir hier rüber und gehen einmal so rum. Genau. Und hier geht es auch komplett so rum. Nehmen wir die Schere. Einmal. Wir kontrollieren es nochmal. Man kann es so lassen. So sieht es jetzt aus. Ja, dieser Übergang wieder zur Straße. Das heißt, hier geht es zum Zollgebäude und hier kommt man quasi von der anderen Seite. Und jetzt versuchen wir das dementsprechend zu kleben. Ja, und wenn ich fertig bin, melde ich mich nochmal. Ja, so ist inzwischen der Stand. Man hat jetzt hier also den LKW-Ausfahrbereich, den PKW-Ausfahrbereich, PKW-Einfahrbereich, LKW-Einfahrbereich. Und jetzt habe ich probiert, ob ich hier die Gatter hinkriege, weil ich denke, dass ich hier Gitter hinstelle, Absperrgitter hinstelle. Ja, da vielleicht noch ein paar. Muss mal gucken, vielleicht hier noch ein paar, wie viel ich habe. Also ich habe ja hier vom Busch da ein ganzer Pack voll. Muss ich aber erstmal nachher bauen. Ja, jetzt habe ich mal das Gebäude positioniert und ja, also man kann Fahrzeuge hinparken. Da kommen ja Zollfahrzeuge hin. Und ja, so ist jetzt momentan der Stand. Ich denke, hier werde ich mit so einer Art Pflasterstein. Ja, wir fangen wahrscheinlich dann da an. So mit Pflasterstein die Straße machen. Einmal hier hinten rum. Und dann wieder hier hin. Ja, und so ist jetzt momentan der Stand. Also mir gefällt's. Und jetzt gibt es halt Bastelarbeiten. Weil man muss das. Damit muss man die Füße abzwicken, ja, die Gitter dran machen und so weiter und so fort. Und dann kann man die ganz leicht positionieren, überall, wo man eigentlich möchte. Ja, das heißt, die baue ich jetzt alle mal und dann melde ich mich wieder. So, die Gitter sind gemacht. Ja, so sehen sie aus.
Und jetzt werden sie hier positioniert im Zollbereich und die ersten Piloten auch. Natürlich, Moment, machen wir hier Licht, ist natürlich auch hier schon der erste bewaffnete Zöllner da. Aufgrund ja, der weltweiten Terrorgefahr ist natürlich hier auch am Grenzübergang ein Durchkommen einfach so nicht gewährleistet. Dann wird mit Waffengewalt daran gehindert, durchzubrechen. Leider. Mal gucken, ob das über die Jahre weg ist. Ja, und so bauen wir jetzt da Stück für Stück weiter. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Stück für Stück geht's voran. Also, ich habe jetzt schon mal eine LKW-Zugmaschine da. Der wird gerade kontrolliert bei der Einreise. Ja, ich habe schon mal so die Fahrzeuge positioniert. Dieses bleibt hier, das ältere von der Schweizer Polizei. Das neuere hier, das kann dann rausrücken zur Verfolgung. Ebenfalls ein Streifenfahrzeug der Bundespolizei und zwei Zollfahrzeuge am Gebäude. Ja, das wird dann durch hier noch dementsprechend gemacht. Jetzt habe ich hier noch drei Schweizer Zöllner. Ich überlege gerade, ob ich hier vielleicht eine PKW-Kontrolle noch mache. Mal überlegen, was ich da für ein Fahrzeug finde, wo passt. Ja, und dann mache ich eben noch diesen Weg jetzt dann da hinten. Und dann melde ich mich nochmal. Ja, so sieht es jetzt aus. Habe jetzt hier ein bisschen Hacking gemacht. So als Abschluss quasi. Klar, der ist jetzt in Kontrolle. Und da drüben habe ich jetzt quasi noch ein VW-Busle mit Person hingemacht. Die wird jetzt auch kontrolliert gerade. Vom ZDF. Jetzt weiß man, warum das Programm immer so langsam ist bei denen, so alt, weil die brauchen halt ewig, bis sie durch die Grenze kommen. Nein, Spaß beiseite. Und hier drüben ist jetzt eben ein Mercedes und ja, wird schon erwartet. Um zu kontrollieren, wo der hin rasen will wohl. Ja. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um den anderen Teil hier, dass es vorangeht. Ja, ich wollte euch nochmal noch schnell zeigen, wie das bei Nacht aussieht momentan. Also so ist es jetzt beleuchtet hier, der Grenzübergang. Ja. Auch innen. So sieht man jetzt also die Zollbeamten auch. Und ja, natürlich kommen jetzt hier noch Beleuchtungen hin. Ja, muss ich mir noch überlegen, was. Aber ja, ist nicht schlecht. Natürlich muss das noch mehr ausbeleuchtet werden, weil es schon Zollübergang ist. Aber so gefällt es mir schon recht gut. Ja, Pflaster. Teer. Und hier kommt jetzt ein Pflasterstreifen, weil ich das so besser finde, dass das ein bisschen hier hinten nachträglich angebaut worden ist. Und dann hier kommt nochmal die Teerseite hin. Aber die mache ich jetzt zuerst, um zu gucken, wie weit ich mit dem Pflaster komme. Da liegt's. Und dann schauen wir weiter. So sieht's aus. Gefällt mir. Ja, man erkennt, dass der Platz neu gemacht worden ist als Rundumlauf und dass früher hier die Abstellmöglichkeiten waren, da, ne, vom Gebäude. Den LKW habe ich jetzt hier hingesetzt und hier ziehen sie gleich den raus. Also er sagt, Moment, wir gehen mal rüber. Er sagt, da rein und da steht schon der Kellerman und will ihn da hinlotsen. Das heißt, er muss jetzt da hinfahren zur Kontrolle. Ja, wie gesagt, hier wird wahrscheinlich grün hinkommen, muss ich mal überlegen. Vielleicht auch nochmal so Hecke wie drüben. Ich brauche auf jeden Fall noch so Hecke. Vielleicht kommt auch hier an diesem Bereich Hecke hin. So wegen als Abgrenzung von Berg. Das muss ich mal überlegen. Es werden noch ein paar Schilder kommen. Ja, das zeige ich euch später. Jetzt werden noch die Fahrzeuge positioniert nochmal. Und zwar auf dieser Seite hier. Man sieht's, ja. Da die zwei Zollfahrzeuge, da die Bundespolizei, die Schweizer Polizei. Ja, und so sieht das Modul mit momentan aus.
und es gefällt mir eigentlich. Ich habe es jetzt mal positioniert an dem Platz, wo es hinkommt. So sieht das jetzt aus mit dem Grenzübergang. Wie gesagt, es kommt noch grün, das muss ich aber erst besorgen. Es kommen noch Lampen hin. Ja, ich habe überlegt, vielleicht machen wir da hinten im Tunnel ein beleuchtetes Fahrzeug rein, zu es kommend oder so. Ja, muss ich mal überlegen. Kann man noch ein wenig überlegen. Und dann kommen noch ein paar Absperrbaken, Schilder hin, so. Die muss ich auch noch mal schnell machen. Ja, und dann haben wir bald das Modul soweit, dass es fertig ist und wir in diesen Bereich der Schweiz können. Aber das dauert noch ein bisschen, weil hier ist noch einiges zu machen. An unserem Basteltisch, den ich jetzt eingerichtet habe, ja, bin ich jetzt eben dran, solche Schilder zu bauen hier, die quasi noch im Zoll kommen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier die dementsprechenden Warnbereiche, Schilder ausschneiden, die wir dann aufkleben. Weil die sind aus Papier. So. Müssen wir nur die Zwischenstege wegmachen. Weil wir brauchen ja nur diese hier. So. Und dann nehmen wir quasi einen Fuß auf die eine Seite und einen Fuß auf die andere. So. Dann nehmen wir Kleber. Ein bisschen die Füße an. So. Und so sieht das dann auf der einen Seite aus. Und das gleiche müssen wir dann noch, je nachdem, wo wir es positionieren, auf der Rückseite machen. Das heißt, wir gehen auch hier hin. Kleben die Füße ein bisschen an, kleben den Bereich hier an und legen drauf. So, und jetzt haben wir eben auf beiden Seiten beklebt. Und ja, so machen wir das jetzt Stück für Stück weiter, bis hier dieser ganze Haufen aufgestellt ist. Ja, dann kleben wir die Füße. Ein wenig an und positionieren es da in dem Bereich, wo wir es dann hinwollen. Und so machen wir das Stück für Stück. Und so sieht das dann aus, wenn sie positioniert sind. Jetzt kann ich ja noch überlegen, hier welche hinzumachen oder in dem Bereich hier irgendwas hinzumachen. Ja, das kommt drauf an, habe ja noch einige. Das sieht man dann Stück für Stück. Und wenn ich dann alle habe, dann machen wir nochmal ein Gesamtbild. Die Schilder sind jetzt verbaut. Also wir haben hier eins, wir haben hier entlang gebaut, wir haben da eins, da. Da haben wir hingemacht, davor, hier rum. So wie es in etwa aussieht. Ja. Und jetzt heißt es halt warten erstmal oder gucken, was wir für Lampen nehmen. Und ja, das heißt jetzt
Wir müssen mal hier pausieren. Ja, und da sind wir schon mal Ende von dieser Folge des Bau unserer Schweiz. Denn ja, es wird halt einige Tage dauern, bis ich mich für Lampen entschieden habe. Und die muss ich dann bestellen. Ich weiß noch nicht, wie viel muss ich mal ausrechnen oder überlege. Vielleicht mal zu meinem Modellbauhauer gehen und gucken, ob der welche da hat. Und dann ausprobieren, welche so von der Beleuchtung oder vom vom Leuchtungsgrad her mir am besten inspirieren. Und ja, deshalb habe ich jetzt gesagt, machen wir Cut hier, weil sonst dauert es 2-3 Wochen. Und es wäre ja zu schade, dann dieses Video bis jetzt mal so lange stehen zu lassen. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen bis jetzt. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV aus dem schönen Bad Dürrheim. Mal gespannt, was ich dann produziere für ein Video. Aber es gibt ja genug Arbeit bei uns. Da kann man immer etwas filmen. Ja, bis dahin sage ich viele Grüße. Bleibt unserem Kanal treu. Euer Markus und tschüss.